König Charles, nach Sparer-Enthüllungen stützen ihm den Rücken. Die Enthüllungen von Prinz Harry, 38, und die Anschuldigung gegen seine Familie scheinen kein Ende zu nehmen. Auch König Charles, 74, bleibt von den Unterstellungen seines nach Amerika emigrierten Sohnes nicht verschont. Nun zeigt sich der 74-Jährige erstmals nach den ersten Offenbarungen von Harrys Memoiren Sparer in der Öffentlichkeit. Am Sonntagmorgen, 8. Januar 2023, besuchte er in Norfolk einen Gottesdienst in der St. Lawrence Church, wo der Vater von Prinz William, 40, und Harry auch auf königliche Fans stieß, die vor der Kirche auf ihn warteten. Die Reaktion der Fans zeigt, sie stärken ihrem König weiterhin den Rücken. Positiv und mit einem Lächeln im Gesicht begrüßten die Menschen ihren Monarchen. Negativer Einfluss von Harrys Memoiren, Fehlanzeige. In seinen Memoiren, Sparer, nimmt Prinz Harry auch gegenüber seinem Vater kein Blatt vor dem Mund. An einer Stelle seines Buches behauptet der 38-jährige, König Charles gemeinsam mit seinem Bruder William angefleht zu haben. Camilla, 75, die jetzige Queen Consort, nicht zu heiraten. Bis heute wirft der Bruder von Prinz William Camilla vor, gefähig zu sein, da sie angeblich mit der Presse sympathisiere und Informationen zu ihren Gunsten an die Öffentlichkeit tragen könne. Auch tragische Details zum Tod von seiner Mutter Prinzessin Diana, 36, werden in einigen Passagen seiner Biografie thematisiert. Besondere Vorwürfe erhebt der Prinz jedoch im Umgang mit seiner Frau Herzogin Meg Hahn, 41. Angeblich soll Charles ein Verbot angeordnet haben, welches besagt, dass Harry seine Frau Meg Hahn nicht ans Sterbebett der Queen mitnehmen durfte. Auch bei der Krönung von König Charles soll Prinz Harry Berichten zufolge keine Rolle mehr spielen. Wie die Sunday Times behauptet, soll Harry aus dem Protokoll der Krönung gestrichen worden sein. Inwiefern der Sohn der verstorbenen Prinzessin der Herzen an der Krönung teilnehmen wird, wird sich am 6. Mai 2023 bei der Zeremonie zeigen. Verwendete Quellen: Hello Magazine.com, Sporto News.